Das ist... Eine Sense. Gefahr. Unspezifisch. Das Universum will ich wahren. Wir wurden eingeschlossen. Bin ich abergläubisch? Bin ich mal gespannt, Uli. Bist du abergläubisch? Also, ob wir abergläubisch sind, ja? Glaube, Aberglaube ist so ein Riesenbegriff und so ein negativ behafteter Begriff. Ich habe mir das Abergläubischsein wieder abgewöhnt, weil es ist eigentlich totaler Quatsch. Ich bin es sehr und ich treibe wahrscheinlich auch immer alle um mich rum total in den Wahnsinn. Also, da gibt es ja so viele Sachen und ich möchte mir das nicht von irgendeinem Aberglauben bestimmen lassen. Wenn das Salztöpfchen bei uns auf dem Tisch steht und meine Tochter ist so ein bisschen immer so ein Tollpatsch. Und dann stellt sie sich das immer so hin. Dann bin ich schon ganz panisch und greife über den Tisch und stelle sie da woanders hin, weil wenn Salz verschüttet wird, bringt das Unglück. Ich würde mich als spirituell bezeichnen. Ich war jetzt auf Theatertournee und da gibt es ja auch so viele Regeln, die man beachten muss. Und es sind sehr viele abergläubisch beim Theater. Und wenn ich da jetzt zuerst die linke Socke anziehe, statt sonst immer die rechte, und dann denke, oh nein, das wird eine ganz schlimme Vorstellung oder so. So what? Also man hat es immer noch selber in der Hand. Aber ich respektiere, wenn das jemand wichtig ist, dann mache ich es nicht extra oder so. Ich weiß immer nicht, über welche Schulter man sich dann streuen soll. Deswegen mache ich immer grundsätzlich auch über beide. Beim Zucker freue ich mich immer, weil das bringt Glück. Und am meisten Angst habe ich davor, dass mir ein Spiegel zerbricht. Witzig, das habe ich gar nicht von dir gedacht. Total. Jetzt habe ich ein ganz anderes Image von dir. Ja, krass, ne? Ja. Ich glaube, die Halterung ist durchgerostet. Ja, klar. In der Sekunde, in der ich hier stehe, oder was? Erst das Messer und jetzt das. Schatz, es gibt keinen Fluch. Lilly, wie nennst du das dann? Zwei Anschläge in einer Stunde? Ja, krass. Nee, bei mir? Ich glaube gar nichts. Also, so abergläubig, so. Ich glaube halt an Energien und andere Dimensionen und so. Mehr so crazy, aber so mit Salz und so. Obwohl bei mir zu Hause, meine Oma hat auch immer so, wenn, kannst du mir Salz reichen? Lass auf den Tisch. Also wollte nicht direkt nehmen. Aber. Ja, ich komme ja vom Theater, also insofern sollte das die Frage schon beantworten, ja. Du bist abergläubisch. Im Theater ist man abergläubisch. Und ich bin froh, dass ich um viele Sachen von diesen, also viele Aberglauben nicht weiß, weil man nimmt sich die ja dann so an. Also das zum Beispiel mit der linken Socke, rechten Socke, das ist glücklicherweise, das habe ich noch nicht so oft gehört. Das habe ich aber erfunden. Man pfeift nicht auf der Bühne. Man setzt keinen Hut auf der Bühne. Viele Sachen davon habe ich dann im Moment, weil ich dachte, okay, gut, also ich setze den wenigstens einmal ab, weil es hat immer was mit Respekt der Bühne gegenüber zu tun und so. Das finde ich logisch. Und dann denkt man immer so, da ist so ein Theatergott, der wird einen dafür sehr schelten, wenn man das nicht in die Tat umsetzt. Aber ich sowohl als auch. Ich bin abergläubisch, ich kann aber manchmal auch ganz gut darauf pfeifen. Ja, genau. Ach, das bringt mich auf Ideen. Da überlege ich mir mal was. Ich besorge schwarze Katzen, Leitern. Ja, ja, also das sind so eine Sachen, das stört mich nicht. Ja, genau. Also es gibt verschiedene Sachen, wo ich denke, okay, gut, das muss nicht nass sein und so. Aber einige Sachen, die ich erst im Nachhinein erfahren habe, so, Schuhe auf Tische stellen zum Beispiel, ist ja so ein Ding. Ja, oder so Schuhe auf den Tisch. Wenn jemand einen Schuh auf den Tisch stellt, dann kriege ich schon Schnappatmung. Dass Schuhe gehören nicht auf den Tisch. Aber warum sollte ein Schuh auf dem Tisch sein? Das ist, weil früher die Verstorbenen auf dem Tisch aufgebahrt worden sind und du hast dann immer den Schuh auf dem Tisch gehabt. Deswegen ist der Tod im Haus, wenn Schuhe auf dem Tisch sind. Und das brauche ich nicht. Aber wer packt den Schuh auf den Tisch? Ja, manche stellen einfach, wenn manchmal ja, in der Deko, dann wird irgendwas hingestellt und dann ist plötzlich ein paar Schuhe auf dem Tisch. Da kriege ich schon hektische Flecken. Also ich glaube an Energie. Ich glaube, dass es etwas Größeres gibt, was gewisse Mächte ausüben kann und was eine gewisse Verbundenheit erzeugen kann. Und das Pfeifen im Theater, das weißt du aber. Wegen der Gasleitung, ne? Genau. Also das, Gaslicht. Früher gab es eben im Theater Gaslicht. Und wenn es pfiff, dann hieß es, da war irgendwas faul. Oder alle sterben. Genau.
Aber ja, genau, also da gibt es ja ne, nicht Danke sagen, nachdem man toi 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 gewünscht hat und so. Man sagt, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen und man bespuckt sich beim toi 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 sagen. Auch unbedingt über die linke Schulter. Ja, genau, da gab es Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr, sehr böse waren, wenn man über die falsche Schulter gespuckt hat, weil die haben gedacht, das macht man mit Absicht, um den Pech zu bringen. Erwartest du jetzt wirklich eine Katastrophe, weil ich ein bisschen Wachs in Wasser getan habe und daraus dieser Klumpen entstanden ist? Ich glaube nicht an böse Omen. Vielleicht kann ich das Ding ja einfach platt machen. Neutralisieren, ja. Ja. Wie mache ich das? Wisst ihr jetzt, ob wir abergläubisch sind oder nicht? Also Uli nicht und ich geht so. Ja, das heißt also ich ja. Versuche es nicht zu sein. Ich sage, ich habe es mir abgewöhnt. Alles Roger. Omen versenkt. Cool. Totenschädel. Glückwunsch. Bist du bescheuert? Das ist ein Herz. Ein Herz für zwei. Forever. Alles klar, ich bin raus. Viel Spaß euch noch. Nie wieder Wachs gießen. Nie wieder. Nie wieder. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken.